Bei der Herstellung von Lebensmitteln soll eine möglichst lange Haltbarkeit erreicht werden. Als Beispiel können wir uns die Verarbeitung von Fleisch in einem Tumbler oder einer Schneidemaschine vorstellen. Hier werden große Oberflächen dieses Produktes erzeugt und der Umgebung ausgesetzt. Durch den Einsatz von Vakuum verhindern wir, dass diese Oberflächen mit dem Luftsauerstoff reagieren können und Verfärbungen oder Alterungen entstehen. Daneben verhindert das Vakuum auch die mögliche Kontamination des Fleisches durch im Raum befindliche Bakterien. Sie sehen also, Vakuum macht unser Essen besser. Thank you.